Herzlich willkommen, liebe Jungfrauen, hier auf Cleopatra Orakel. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und ich bin extrem gespannt, was sich hier zeigen mag. Das Energy Update für die Woche habe ich gesondert gepostet, weil ich einfach das jetzt nicht bei jedem Sternzeichen wiederholen möchte. Und es wäre auch wichtig, dass du dir das anschaust, vor allem, weil ich glaube, diese Energie ist enorm mit deiner Energie verbunden, weil auch falls du dir das schon angeschaut hast, dann weißt du, dass ich auch über diese Pferdegeschichte gesprochen habe und die hat sich mir auch sofort vor drittem Auge gezeigt. Das, was ich aber vor allem wahrgenommen habe, dass du alles, was Kritisches noch in dir steckt, Dunkelheit an die Erde abgeben wirst. Kritisches, was meinte ich denn mit Kritisches? Also das ist das Wort, was ich gehört habe. Ja, die Botschaft für dich ist Kritisches an die Erde abgeben. Ja, ich habe gesehen, du weißt ja, deine Karte im Tarot ist der Eremit und der ist meistens ein alter Mann, der durch die Dunkelheit quasi wandert und mit einer Laterne und sucht nach, ja, in unserem Inneren meistens nach Lösungen, nach Themen, die noch irgendwie an den Ursprung zu kommen. Und diese Dunkelheit, die ist von dir abgegangen in die Erde und du warst ganz hell, du warst die Laterne. Na gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, was ich dir zeigen mag. So, bitte um die herausfordernde Energie für die Jungfrau in der Woche in der Liebe. Sag mal, das ist die dritte Chakra, das ist die Solarplexus-Chakra. Das ist voll die Energie, ja? Der Eremit, wenn der so in sich lost ist, ja, dann ist der nicht in seiner Energie. Ich glaube, dass du jetzt erstmal lange auf der Suche nach etwas Besonderes warst und du wirst diese Woche die Möglichkeit haben, dein Gleichgewicht wieder zu finden, indem du entweder das Ding gefunden hast oder einfach mal unabhängig vom Ergebnis wieder in die Lebensenergie zu kommen. Ja, Tick-Tack, da ist ein Druck dahinter. Zwischenwelt aus der Dunkelheit in das bunte Helle. Ich glaube, dass du möglicherweise jetzt auch lange in so einem vielleicht sogar transformativen Thema drin warst, ja, oder auf etwas sehr stark fokussiert, was dich irgendwie vom Leben abgehalten hat. Die Welt. Ich sehe, ich habe schon vorhin gesehen, hier ist die 37, das ist die 10. Ja? Das heißt, da geht etwas zu Ende. Heieiei. Was geht denn zu Ende? Eine Partnerschaft, die eh schon lange ruht. Okay. Ja. Nochmal, also das ist die Mäßigkeit. Nochmal die zweite Kelche. Ja. Das ist eine Partnerschaft, wo du dich eigentlich nur selbst belügst. Total energieraubend. Du hattest einen sehr starken Fokus darauf und jetzt geht es aber alles zu Ende. Und das ist das, was ich hier gemeint habe, ne? In dem Video Energy Update habe ich gesagt, die Energie ist eigentlich toll, aber
Wir geben ganz viel an die Erde ab, was bedeuten wird, und dann gehen wir in unseren reinen Gefühl zurück. Und das kann ein Ende für Partnerschaften heißen oder die Zusammenführung, ja. Und ich sehe wirklich jetzt fast ganz vielen Legungen jetzt einfach mal das Ende, ja. Jetzt reicht's, ja. Tick-Tack. Wetauer. Einfach der Zusammenbruch, diese Verbindung, die dich total blockiert, das ist wie ein Gefängnis, ja. Zwischenwelt. Siehst du, man will dich von der Dunkelheit in das Bunte zurückbringen, ja? Du guckst aber mit voller Kraft zurück, ne? Und bist auf die Vergangenheit konzentriert. Du weißt, es ist tot, aber die Verbindung ist so stark und so drogensüchtig schon, fühle ich das, ja? Das ist wie eine Drogensucht. Aber das wird zu Ende gehen. Das kann diese Woche tatsächlich zu Ende gehen bei dir. Fünf Karten bitte für die Jungfrau. Jetzt muss ich die Karten schon wieder jetzt nach oben schieben, weil ich brauche dann viel Platz unten. Hin und her ein bisschen, aber die Bewegung ist klar, ja? Eigentlich willst du, dass es dir gut geht, und irgendwie wirst du so ein Momentum erleben, wo du so ein bisschen Blut lecken wirst danach, ja? So quasi, wie wäre es, wenn ich frei von dieser Beziehung wäre, ja? Wie wäre es, wenn ich der Wahrheit in die Augen schaue und sage, okay, das Ding ist durch, das ist vorbei, da ist nichts mehr zu holen, ja? Da kann ich meine Schwerter einpacken und gehen, ja? Und sich dann einfach zu befreien, dann wirst du merken, wie viel Energie wieder in dir ist, ja? Ja, die Traurigkeit wird es auch geben, aber durch diesen Energieschub, ja, das ist diese Helle, was diese Dunkle, was von dir abgekommen ist und du zu Laterne geworden bist, ja. Und dann geht's vorwärts, ja. Ja, natürlich wird es dich, ich merke hier aber keine wirkliche Traurigkeit. Das ist nur so, fuck, okay, ja, ist halt so, ne? Klar macht mich das traurig, aber du wirst jetzt, glaube ich, nicht da jetzt nächtelang weinen. Das Ding ist schon aus. Ja, das Einzige, was fehlt, ist, dass du es dir nochmal vom Spiegel sagst. Ja. Ja, wie wäre es, wenn ich einfach vorwärts gehe? Ja, wenn ich mich von der Energie befreie und nicht mehr rückwärts schaue? Ja. Ja. Ich bin in einem Gefängnis, das ich mir selber erschaffen habe, möglicherweise sogar eine Dreierkonstellation, ja, wo ich um etwas kämpfe, um Aufmerksamkeit, um Kommunikation, um dies, um jenes, was es überhaupt nicht lohnt. Ah, mir pfeift es in beiden Ohren. Also entweder habt ihr eine total komische Kommunikation oder gar keine Kommunikation oder gestörte Kommunikation, irgendwas ist da, ja. Ja, und schau mal. Ja, wie wäre es, wenn ich mir so ein super Geschenk mache, ja, zum kommenden Geburtstag im September, wenn ich mich aus dieser falschen Verbindung löse? Das wäre doch das Jackpot für dich. Hier die Welt, letzte Karte, große Arkana, hier die erste Karte der großen Arkana. Ja. Ja. Volles Power in dir, voll die Energie, die du so lange nicht gehabt hast, weil diese Beziehung dir so viel Kraft geraubt hat. Ja? Jetzt kommst du endlich wieder in dein Gleichgewicht. Ja, gib das in die Erde ab, in die Münzenergie, ja. Binde das in irgendwas, keine Ahnung, schreib auf Papier, bringe das irgendwie in eine Materie, was dich belastet noch in Bezug damit, und gibt es in die Erde ab, ja, in welche Form auch immer. Du kannst auch mit der Energie auch Wasser energetisieren, ne? Ich sehe hier gerade Wasser, also theoretisch kannst du mit Wasser reden im Glas, ne?
Und dann kannst du vielleicht dieses Wasser in einen Bach abgeben, ne, damit es von dir ist. Ich weiß gar nicht, ich habe sowas noch nie gemacht, nie gelesen. Also ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade sage, aber es sprach durch mich. Ja. Raus aus der Karma. Coole Sache, super Legung. Liebe Jungfrau, du weißt ja, ich bin selber ein Feuerzeichen. Ich liebe Feuerenergie und hier geht es kurz und sachlich mit dem Thema durch. Ich werde mir gleich dein Gegenüber nochmal anschauen, ja. Ich weiß gar nicht, was ich hier zeigen mag, ob sich dein Gegenüber wirklich zeigen wird. Wir werden es mal gleich anschauen. Ich werde mit diesen Karten dein Gegenüber nochmal ein bisschen beleuchten. Ich werde mit den Karten eine Fünferlegung machen für dein Gegenüber. Ja, der hält sich zurück. Das ist, den kannst du erstmal vergessen. So, partnerschaftliche Legung werde ich auch nochmal mir anschauen und ich werde nochmal eine Zeitkarte ziehen, wenn ich Action sehe. Auch wenn dein Gegenüber sich zurückhält, ja, in Bezug auf dich. Trotzdem finde ich es cool, diese Elemente zu sehen, was passiert mit dem Gegenüber, wenn die Frauen sich lösen oder wenn du dich löst, ja? Weil das wird mit Sicherheit sichtbar sein, ja? Meine Lieben, den Link zu der Fortsetzung findet ihr in der Beschreibung des Videos sowie im ersten Kommentar von mir angepinnt. Und ich freue mich natürlich sehr, dich da drüben zu sehen. Ansonsten, falls nicht, ich wünsche dir coole Woche. Lass den Schmarrn einfach, gib es an die Erde ab und ab vorwärts in die neue Welt. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüssi!